Sie kennt kein letztes Mal. Sie ist unsterblich, die Musik. Und vor allem die klassische Musik. Zum Beispiel das hier. Das, herzlichen Dank. Das klingt doch ganz wunderbar. Jetzt fragen Sie sich dann vielleicht, wer hat das geschrieben? War das vielleicht Schumann oder ein früher Chopin oder vielleicht ein Tschaikowski? Nein, wer dann noch? Es ist Udo Jürgens. Als er das schrieb, war er damals noch ganz klein, der große Udo. Er hat es mit 11 Jahren komponiert. Ein genialer Musiker, ein Jahrhundertmusiker, ich finde, ein ganz großer Kollege, und wir wollen heute Abend bei ihm feiern. Mit großem Orchester. Udo, den Großen. Sie treffen sich täglich um 3:15 Uhr. Oh, 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 yeah. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh, oh, oh. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahnebaiser. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne. Und schmatzen, dann holen sie sich, oh, oh, oh. Oh yeah. Noch Buttercreme-Torte und Bienenstich, oh, oh, oh. Oh yeah. Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Ein Mohren kommt höchstens, denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane, aber bitte mit Sahne. In diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unserem Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du und ich, wir passen in dieses ehrenwerte Haus. Weil wir als Paar zusammenleben und noch immer ohne Traumschein sind. Hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man abgestimmt. Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun, ziehen Sie hier aus. Denn eine wilde Ehe, das passt nicht in dieses ehrenwerte Haus. Schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar.
aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, lieg es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit, ich werd inzwischen nach der Kleinen sehen. Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus, ins neonhelle Treppenhaus. Es roch nach Bonavax und Spießigkeit. Und auf der Treppe dachte ich, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre, man müsste einfach gehen für alle Zeit. Für alle Zeit. Ich war doch niemals in New York. Ich war noch niemals San Francisco in zerrissenen Kriegen. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. La la. Und aus allen Zwängen flieh. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Nie nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals richtig frei. Und aus allen Zwängen fliehen. Ich meine, was für ein Orchester, was für ein Chor, was für ein Dirigent. Dankeschön. Und was für ein Publikum. Herrlich.